darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen zu unserer Vernissage. Eine Vernissage, die ja gemeinsam sozusagen entstanden ist von polnischen und deutschen Künstlern und Künstlern aus Trnavskij und unserem Landkreis hier. Manfred Bachmeier, przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaźni Niemiecko-Polskiej Erlanger Hyszta Tarnowskie Góry pozdrawia wszystkich na dzisiejszym wernisażu zorganizowanym tutaj z Polski. Obrazy będą prezentowane. Wir hatten ja bereits eine Vernissage hier im Landkreis und das ist dann die Fortsetzung gewesen im Powiat Tarnowski. Te obrazy będą ukazywały właśnie powiat tarnogórski przedstawiony. Ich darf einige Gäste jetzt begrüßen. Teraz będzie pozdrawiał wszystkich gości. Einmal Frau Jutta Köhler von der Gemeinde Adelsdorf, stellvertretende Bürgermeisterin. Sie wird dann später auch mein Grußwort sprechen. Zastępca burmistrza z Adelsdorfu. Dann darf ich weiter begrüßen Vorstandsmitglieder des Freundeskreises. Die Frau Höllriegel ist neben mir, der Herr Höllriegel ist da, der Herr Lukas, der Herr Bubel. Aber der Vorstand ist auch gut vertreten. Teraz przedstawił wszystkich członków stowarzyszenia naszego Freundeskreisu. Wymieniać nazwiska? Des Weiteren die Frau Reiner und die Frau Hofmeister vom Landratsamt, die gekommen sind und auch für unsere Gäste ein kleines Geschenk mitgebracht haben. Dwie osoby, dwie panie, przybyły do nas też ze starostwa, z Erlangen i mają skromne upominki dla was. Weiter begrüße ich die Künstler aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt. Namentlich nennen will ich den Herrn Dunke vom Verein Schlosskunst Adelsdorf, der hier mitgeholfen hat, dass wir diese Räumlichkeiten nutzen können. Teraz będzie przedstawiał artystów. Tutaj kolegę artystę, którego wszyscy znamy z naszego niemieckiego pleneru, Wolf-Dieter Dunke, który nam tutaj także pomagał w organizowaniu tego wernisażu. Doch nun komme ich zu unseren Gästen aus dem Powiat Tarnogórski, die ja bereits angereist sind. Teraz będzie pozdrawiał delegację, która przyjechała z Powiatu Tarnogórskiego. An der Spitze Mirek Ubinski, der zusammen mit Marie schon sehr, sehr viel gemeinsam organisiert hat. Na pierwszym miejscu przedstawia Mirka Ogińskiego. Weiter Beata Hetmanczyk. Eine gute Freundin auch inzwischen. Anna Kubik aus Schwertlanitz. Und begleitet noch von Agnieszka Jochy und Michael Kamper. Also eine ganz, ganz breite Gruppe, die hier da ist. Ja, die ganze Gruppe muss dran, ja, und ich denke, ich habe jetzt hoffentlich alle, die ganz wichtig sind, erfasst. Ich hoffe, ich habe jetzt ausreichend begrüßt. Wenn ich jemanden vergessen haben sollte, möchte ich mich entschuldigen. Teraz wszystkich serdecznie pozdrawię. Jeżeli kogoś zapomniał wymienić, to bardzo przepraszam. So, und ich denke, dass wir vielleicht jetzt der Frau Bürgermeisterin die Möglichkeit geben, ein paar Worte zu sprechen. Ja, liebe Frau Höhriegel, lieber Herr Bachmeier, meine lieben Gäste. Ich darf Sie auch ganz herzlich hier in unserem Adelsdorfer Schloss begrüßen. Von mir persönlich, aber auch im Namen unseres ersten Bürgermeisters, Carsten Fischkal, den Sie ja auch schon kennengelernt oder die meisten von Ihnen kennengelernt haben. Jako druga burmistrz Adelsdorfu pozdrawia serdecznie wszystkich w imieniu pierwszego burmistrza. Ja, seit 5 Jahren haben wir ja hier auch einen Kunstverein. Der Wolf-Dieter Dunke ist ja der erste Vorsitzende, der hier bei mir steht. Und seit der Zeit finden hier auch regelmäßige Vernissagen statt. Allerdings natürlich nicht wie heute immer internationale, meistens national und regionale. Od 5 lat powstała tutaj grupa artystów, takie zrzeszenie artystów wszystkich. I przewodniczącym tej grupy jest nasz kolega
Wolwider Domke. Nie są tutaj wernisaże organizowane, nie były do tej pory internacjonalne, ale z regionu, z różnych miast. Kunst ist aber auch eine ganz, ganz ideale Brücke für die Völkerverständigung, gerade auch in unserer heutigen Zeit, wo wir diese Flüchtlingsproblematik haben und diese Situation, finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass Kunst da auch zum Tragen kommt. I ona właśnie uważa, że to jest bardzo dobre, że my mamy ten internacjonalny plan z kilku państw, że to jest właśnie teraz ten okres, gdzie tyle uchodźców z Syrii przybywa, że to jest pokazanie, że ta współpraca łączy wszystkie narody, że to jest bardzo fajne. Und jetzt wünsche ich uns eine schöne Vernissage und einen schönen Abend. Ich danke Ihnen. I teraz Pani nam życzy pięknego oglądania naszych prac na wernisażu i życzy sukcesu dalszego. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, o tych plenerach już wszystko zostało powiedziane, więc ja nie chciałbym drugi raz tego samego mówić. Er gesagt, bei alle beide Plenar war viele zu Worte schon die Leute gesagt, dann nichts reden zu viel. Natomiast chciałem podziękować za to, że organizatorom tej wystawy, że może ona tu się odbywać, czyli władzom Adelsdorfu, kolegom z grupy Adelsdorf, no i kolegom ze stowarzyszenia przyjaciół Lagenhyszczat Tarnowskiej Góry. Mile, bardzo serdecznie dziękuję. Ale Pani Mieszko. Mile, bedanke alle Organisatoren, das Bürgermeister, unser Verein, dass Möglichkeit haben, organisieren hier das Schloss Adelsdorf, die Vernissage und dann die Ausstellung. Te plenery mogły być organizowane dzięki pomocy starostwa Langenhyszczat oraz starostwu w Tarnowskich Górach i gminom tarnowskim, które pomogły nam, ja mówię o plenerze w Polsce, gdzie byli zaproszeni artyści niemieccy i tak samo czescy. Jak serdecznie dziękuję. Besonders danke für Landratsamt, bo die organisieren die unsere Plenar und dann sponsieren. Ohne euch die Plenar ist unmöglich. Und alle die Bürgermeister von verschiedenen Gemeinden und Städten auch Dankeschön. Te plenery odbywają się już, to jest cykliczna rzecz, to nie jest pierwszy plener. I wielu już artystów z Niemiec u nas było, my bywamy tu dosyć często i mam nadzieję, że ten happening będzie organizowany cały czas, bo to jest cykliczna impreza i jest bardzo dobrą imprezą. Moim zdaniem i pomaga właśnie w nawiązywaniu kontaktów między ludźmi, a głównie między artystami, bo w tym wszystkim, w tym całym happeningu najważniejsi są ludzie i artyści, bo to oni to tworzą i między nimi tworzy się ta przyjaźń. Mir hat Hoffnung, diese Pläne immer war und denkt immer noch kommen. Und die Künstler von verschiedenen Ländern machen die Kultur entwickeln und dann ist es wirklich schön. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, znaczy my już zapraszamy artystów tutaj do Polski. W tym roku mieli przyjechać, ale nie mieli czasu. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zaszczycą nas swoją obecnością. Dziękuję Państwu, dziękuję za wernisaż. Heute möchte ich einladen die deutsche Künstler auch von Adelsdorf nächstes Jahr nach Polen. Bo dieses Jahr leider nicht möglich kommen, bo haben keine Zeit, aber die möchte immer entwickeln, diese Gruppe, immer mehr und dann ist schön. Die Kultur ist schön, wenn zusammen.
Dankeschön. Dziękuję. So, jetzt noch ein herzliches Dankeschön von meiner Seite, auch an alle, die gekommen sind. Wir haben einen kleinen Imbiss vorbereitet, es gibt was zu trinken. Unsere Mitglieder haben Kuchen gebacken, dafür auch ein herzliches Dankeschön. Das ist nicht selbstverständlich. Und in dem Sinne wünsche ich jetzt eine gute Vernissage, einen schönen Abend noch und vor allem gute Gespräche. Und vielleicht gefällt dem einen oder anderen ein Bild. Weihnachten steht vor der Tür. Das nur noch als kleine Anregung von mir. Herzlichen Dank.